Willkommen zu Unterwegs in Dessau 24, der Tiergartenbrücke. Seit 2000 schmückt die Tiergartenbrücke das Stadtbild von Dessau. Sie wurde innerhalb von 8 Monaten erbaut. Der Entwurf stammt von Stefan Polonier, ein Ingenieurbüro für Bauwesen. Die Architektur stammt von dem Büro Kister Scheidhauer Groß. Der Bauherr war die Stadt Dessau. Die neue Brücke verbindet die Stadt mit dem vorderen Tiergarten. Um Eingriffe in den Flussverlauf zu vermeiden, wurden auf Brückenpfeiler verzichtet. Über Stahlkastenhohlträger befindet sich ein Stahlrohrbogen in geneigter Ebene, von dem Wegträger mit Rundstahlstäben abhängt und gleichzeitig den Bogen stabilisiert. Der vorhandene Raum macht das Überqueren der Brücke zum einmaligen Erlebnis. Die Gesamtlänge beträgt 107,65 Metern. Der Neigungswinkel sind 17 Grad. Von den Dessauern wird die Brücke liebevoll Eierschneider genannt. Der Name ist von der Form abzuleiten. Das war ein kurzes Unterwegs in Dessau 24 und ich verabschiede mich für diesen schneeigen Sonntag und wünsche euch eine schöne nächste Woche. Tschüss!